So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect 1. In der letzten Folge haben wir den Computer zum Laufen gebracht, wir haben die Kommunikation zum Laufen gebracht und jetzt auch noch die Bahn halt hier, und die werden wir jetzt auch benutzen. Schauen wir mal, was uns in dieser Folge erwarten wird. Abfahrt Central Station, Richtung Rift Station. Wir erreichen jetzt die Binhex-Forschungseinrichtung Riftstation. Können auf jeden Fall noch keine Knarre zücken. Okay, wir haben nur eine Möglichkeit aktuell, wo wir lang können. Dann gehen wir da mal lang. Zu den Schlafräumen geht es hier offenbar. Jetzt. Nö. Naja. Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Ich mag diesen Ort nicht. Hier gibt es zu viele dunkle Geheimnisse. Ja. Jetzt hat. Die Steuerung von diesen Aufzugknöpfen ist echt ziemlich nervig. Die funktioniert nicht so wirklich gut. Wegtreten. Captain Ventralis. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Ich wäre nur sauer geworden, wenn sie geschossen hätten. Selbst wenn sie auf Stims sind, kennen meine Leute die Regeln. Zwei Beine gut, vier Beine schlecht. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Sagen wir, dass wir ein Spectre sind oder dass wir zur Allianz Navy gehören? Nochmal das hier. Ich heiße Shepard und ich bin ein Spectre. Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man nicht ins Maul. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Han-O-Lar konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Sie wurden überrascht und hatten Zivilisten zu beschützen. Sie haben gute Arbeit geleistet, Captain. Sagen wir einfach mal so. Ach ja? Warum liegt es mir dann quer im Magen? Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Ja, schon mal. Ich werde nicht zulassen, dass auch nur einer ihrer Leute stirbt. Ich kann sowieso nur die Stellung hier halten und die Zivilisten schützen. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Dankeschön. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohn unten in der Krankenstation. Erzähl mir was. Erzählen Sie mir von der Riftstation. Ich kann nicht über alles reden. Was genau wollen Sie denn wissen? Erzählen Sie mir von den Verteidigungseinrichtungen hier. Sicher genug, dass Sie nicht überall rumschnüffeln sollten. Mich hat einfach Ihr Vorgehen beeindruckt. Eine Woche lang Angriffen standzuhalten, ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Nur die Besten werden Hochsicherheitseinrichtungen wie dieser hier zugewiesen. Was mich am meisten beeindruckt, sind die Geschütztürme, Alarmanlagen und Kameras. Sie werden alle zentral in der Nähe des Quarantänelabors gesteuert. Mhm. Ein Einzelner kann die gesamte Einrichtung abriegeln. Das Sicherheitszentrum ist der letzte logische Rückzugspunkt, wobei wir den ganzen Weg bis dahin von den Geschütztürmen geschützt würden. Okay. Was für eine Art von Forschung wird hier betrieben? Keine Ahnung. Muss ich auch nicht wissen. Und solange die Leute nicht sterben, ist das auch nicht mein Problem. Stimmt wohl. Was können Sie mir über die Aliens sagen? Fragen Sie Dr. O'Lar. Er ist der Einzige, der aus dem Sicherheitslabor entkommen konnte. Und er ist der einzige Volus hier. Okay. Ich möchte mehr über die Situation im Sicherheitslabor wissen. Die Einrichtung hängt nicht mehr am Netz. Der einzige Weg, das herauszufinden, wäre, Aufklärer mit dem Aufzug runterzuschicken. Aber ich werde keinen meiner Leute in den Tod schicken. Wen kamen eigentlich die Viecher aus dem Labor? Kamen die Aliens aus dem Inneren dieser Einrichtung oder griffen sie von außen an? Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Labore wie dieses existieren, um irgendeine Scheiße zu entwickeln, die andere Leute tötet. Erzählen Sie mir von der Architektur des Sicherheitslabors. Es wurde in einem Gletscher weiter unten im Berg gebaut und ist sehr alt, dick und stabil.
Wenn etwas schief läuft, heizen sie es einfach auf und versenken es im Eis. Normalerweise gelangt die Crew mit einer Bahn von der Central Station zum Labor. Wir haben auch einen Aufzug, der direkt dorthin führt, aber der ist für Notfälle reserviert. Mhm. Hören Sie mal. Ich werde meine Leute nicht dort runterschicken. Es ist einfach zu gefährlich, kapiert? Kein Problem. Brauchst du nicht. Machen wir schon selber. Sind Sie sich sicher, dass die Matriarchin noch im Sicherheitslabor ist? Sie ist jedenfalls nicht hierher zurückgekehrt. Sie kamen durch die Zentralstation, also ist sie dort auch nicht. Mhm. Wie geht's deinen Leuten? Wie schlagen sich Ihre Leute? Die erste Angriffswelle kam unerwartet. Sie konnten eindringen und wir haben einige gute Leute verloren. Demzufolge sind wir jetzt teillos unterbesetzt. Wir halten die Befehle aufrecht, indem wir lange Schichten fahren und Stims einwerfen. Mir gefällt das zwar gar nicht, aber ich sehe auch keine Alternative. Okay. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Verdammt, alle Mann ausschwärmen! Los, los, los! Los, los, los! Die Schrotflinte ist sau langsam. So. Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Kein Problem. Ich tue, was ich kann. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es wehtut. Außer man hat vielleicht Befehle, das zu machen. Ich könnte töten für eine B204. Einfach nur den Abzug ziehen und dann zapp! Und schon hat man einen ganzen Gang voll frisch gerösteter Insekten. Dann ist das wohl hier dieser Sicherheitsraum, hä? Huh? Doch, doch. Woher kamen die? Waren die im Labor? Möglich. Im Hochsicherheitsbereich. Was? Ja. Gehören Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Was studierst du hier? Was machen Sie hier? Molekulargenetik. Ich habe mich auf biotisch erweiterte allelespezifische Hybridisierung spezialisiert. Ich verstehe kein Wort. Könnten Sie das für mich übersetzen, dass es jeder versteht? Das ist eine Genetiker-Sache. Vergessen Sie es einfach. Nö, eigentlich hatte ich das nicht vor. Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Okay. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin Alestia Yalis von der Universität zu Aurais. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Warum so rüde? Es gibt keinen Grund, so unhöflich zu sein. Sie unterbrechen meine Meditation. Wie unhöflich muss ich sein, damit Sie endlich verschwinden? Kennen Sie Matriarchin Benesia? Warum fragen Sie mich das und nicht Ihre Freundin? Weil ich nichts über die Matriarchin weiß. Und warum sollte ich das? Du bist unhöflich. Das wäre vorerst alles. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Naja, schauen wir mal. Die Wissenschaftler kotzen sich aus. Man sollte sie zum Verrecken hier lassen. Ist sowieso alles ihre Schuld. Vielleicht. Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig, ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Wir wollen Ihnen helfen. Ich habe gehört, dass es hier Ärger gegeben hat. Insgeheim. Ich fürchte um das Befinden unserer Wachen. Viele sind seit Tagen auf den Beinen. Freudig, ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Scheint mir keine gute Zeit zum Handel treiben zu sein. Amüsiert und zugleich nervös. Ich muss gestehen, dass ich nichts anderes zu tun habe. Warum sollte ich meinen Kiosk da nicht weiterführen? Ja, zeig mal, was du hast. Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Naja. Kann man irgendwo schon verstehen. Der braucht ja selber gerade seinen... Eine Knarre. Schrotflinte will ich nicht. Eine bessere Knarre wäre gut. Was ist denn noch hier so? Die ist mies. Das taugt auch nichts. Das taugt auch nichts. Das taugt auch nichts. Bioverstärker brauche ich nicht.
Das Ding taugt auch nichts und noch ein Medikill Upgrade. Das einzige, was taugt, ist die Knarre. Und für 85.000. Komm. So, hier annehmen. Haben wir sie jetzt auch mal spontan gekauft. So, da dürfte ja nichts Besseres dabei sein, schätze ich mal. Kurz bisschen Universalgel, ich weiß, das ist immer nervig, aber. Sonst schleppe ich wieder viel zu viel Müll mit mir rum. Die ganzen Avengers hier unten, die sind ja alle nur mit 190 ausgelegt. Oh, ausrüsten. Die ist besser. Okay, wir haben auch die Storm hier, Universal Gel. Die hier auch. Alles unter 200, oder? Hauen wir mal weg. Wie sieht's denn bei dir aus? Dann kriegst du die mal. Dann bekommst die hier mal. Ich sag alles unter 200. So, haben wir hier mal noch. Was hast du denn für eine dabei? Du hast schon die 247er. Dann bekommst du hier noch eine 247er. 180 habe ich gesagt, hau ich weg. So, dann schauen wir hier mal rein. 229. 214. Das passt auch. Dann wollte ich diese Knarre hier haben. So, 137. Die Striker kommen erstmal weg. So, 115 ist Müll. Was hast du noch? 153er. Dann kriegst du die hier. Und 136 weg. Okay. Ich hacke mal ein stärkeres Gewehr hier hin. Okay. Oh, 150, 120 weg. Die hau ich auch weg. Dann schauen wir hier mal rein. 180, bekommst du das hier. Okay. Dann gehen wir wieder auf ihn hier. Was haben wir denn für dich hier dabei? Ja, was ist denn hier empfangen? Das ist nichts dabei für dich. Für dich auch nicht. Haben wir irgendwas? Wir haben keine Quarianer-Rüstung. Warum eigentlich nicht? Das hier war ja eigentlich alles nix, gell? Wir hätten gleich ein bisschen. Was haben wir denn hier? Was machst du? Bam. Das sieht doch gut aus.
Und hier Medikit mitnehmen. Müssen wir da hinten? Dr. Pellen. Was? Nein! Doch. Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Erzähl mir was vom Labor. Was für eine Arbeit erledigen Sie hier? Darf ich aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung nicht sagen. Und ich würde meinen Job gern behalten, wenn wir überleben. Die Umgebung ist fürchterlich, aber die Bezahlung ist besser als in jedem anderen Labor. Gefällt es Ihnen nicht bei Gipfel 15? Es existiert hier keine Außenwelt. Nur Wände aus Eis und Fels. Es gibt nur die Arbeit, die Entdeckungen. Man vergisst zu schnell, dass Wissenschaft und Ethik zusammengehören. Vielleicht bezahlen wir jetzt dafür. Erzähl was über das Labor. Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han Ola der einzige Überlebende. Wo kann ich ihn finden? Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams. Seien Sie nicht zu hart mit ihm. Er hat eine Menge durchgemacht. Okay. Na, jetzt sind wir aus von Benicia. Ich suche eine Asari. Asari? Tja, da gibt es Dr. Ialis. Und da gibt es noch unseren Gast, Lady Benicia. Captain Ventralis müsste wissen, wo sie ist. Okay, erzähl mir was über die Situation hier. Wie schlagen Sie sich? Es wäre wohl kleinlich, sich zu beschweren, wenn man gerade mit dem Gehirn eines Mitarbeiters bespritzt wurde. Seit dem Angriff hat keiner hier genug Schlaf bekommen. Natürlich haben nicht alle von uns Waffen. Was genau machen Sie denn hier? Ich bin Toxikologe. Ich kann nicht über meine Arbeit reden. Nicht, dass ich seit dem Unfall was getan hätte. Was ein Unfall? Es hat hier einen Unfall gegeben? Ich kann nicht darüber reden, was passiert ist. Nicht hier. Zu öffentlich. Gehen Sie zur Krankenstation und reden Sie mit Dr. Cohn. Er war der Projektleiter. Es hat hier einen Unfall gegeben? Ich kann nicht darüber reden. Ja, Gehen Sie zur Krankenstation okay. und reden Sie mit Dr. Cohn. Er war der Projektleiter. Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Zur Krankenstation. Ne, klingt doch gut. Halte durch. Ich weiß, an meiner Stelle hättest du längst ein Heilmittel. Keine Kur. Was? Was wollen Sie? Entschuldigen Sie die Störung. Nein, es liegt nicht an Ihnen. Ich bin nur etwas verwirrt. Die Leute sind krank. Was haben diese Leute? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Aber Sie sollten mit mir reden, denn ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Kennen Sie Mira, die virtuelle Intelligenz für Gipfel 15? Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Wir haben sie auf unserem Weg durch die Central Station reaktiviert. Sie waren das? Vielen Dank. Die automatische Ausrüstung funktioniert nämlich nur, wenn sie online ist. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Diese drei hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Ich verstehe Ihre Sorge, aber ich muss die Details wissen. Was Sie mir erzählen, wird diesen Raum nicht verlassen. Es ist eine Biowaffe, basierend auf einer exotischen Lebensform, die im Grenzgebiet entdeckt wurde. Sie wollten etwas, das die Kreatur töten kann. Welche Kreatur denn? Aber mit etwas, das eine Spezies im Grenzgebiet tötet, ließ sich kein Geld machen. Wir arbeiteten weiter daran, passten sie an, damit sie auch auf andere Spezies wirkte. Torus B ist zwar hoch ansteckend, kann aber nicht von einer Person zur anderen weitergegeben werden. Wie ein Angriff mit einer Biowaffe, nur ohne anschließende Pandemie. Glauben Sie, dass diese Unterscheidung die Sache ethischer macht? Militär, Regierungen, sie alle bekommen diese Art von Waffen, so oder so. Wir betreiben hier Schadensbegrenzung. Ich weiß, dass Sie das nicht so sehen. Sie haben das erschaffen, können es aber nicht heilen? Macht ihr Leute euch keine Notizen? Unsere oberste Priorität war, dass es funktionierte. Wir waren kurz davor, ein Gegenmittel zu finden, als Mira offline ging. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantänelabor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten, aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. So, und dann hat man das schon. Erzähl was von deinem Team. Wie schlägt sich das Wissenschaftsteam? Besser als Ventralis Wachen. Sie sind seit dem ersten Angriff kampfbereit. Ich habe ihnen auf ihren Wunsch Stims verabreicht. Trotzdem muss jede Spezies mal schlafen.
Sie werden nervös, irrational. Mhm, okay, was dein Job wissen wir ja schon. Wir reden später weiter. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Ja, wir werden es versuchen. So. Was ist mit dir los, Junge? Okay, der röchelt nur. Okay, die röchelt auch nur. Was ist mit dir? Du bist außer Gefecht. Du kannst nicht mehr röcheln. So, Ventralis, wo war denn der? Der war hinten hier beim der Zugstation, oder? Hier, denke ich. Hier durch. So, wo bist du denn? Hier bist du. Also Ventralis. Brauchen Sie etwas? Ich habe von dem Ärger im Quarantänelabor gehört und würde gern das Heilmittel gegen das Toxin holen. Himmel, ich wünschte, wir könnten den Leuten helfen. Wirklich. Aber wir können jetzt keine Ansteckung riskieren. Wir gehören nicht zu Ihren Abwehrplänen. Wir verbrauchen extra Rationen, extra Medigel. Ja, aber Sie haben auch extra Waffen. Okay, okay. Wenn Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen wollen, Sie sind ja nicht meinem Befehl unterstellt. Ich werde der Wache Bescheid geben, Sie reinzulassen. Allerdings soll er die Tür hinter Ihnen wieder schließen. Macht Sinn. Er wird einen kompletten Scan durchführen, bevor er Sie wieder rauslässt. Sollte er irgendwelche Anomalien finden, bleiben Sie da drinnen. Das ist fair. Hört sich nach vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen an. Ich werde die Wache anfunken und ihr Bescheid sagen. Viel Glück. Okay. Ich habe noch zu tun. Das habe ich auch. Da geht's dahin. Hier ging's, glaube ich, nirgendwo hin, oder? Nee. Doch, hier geht's auch irgendwo hin. Wo geht's denn hier hin? Nee, doch nicht. So, das war das. Dann gehen wir hier lang. Und dann gehen wir so lang. Und da geht's zur Quarantäne. Wo es hier lang geht, habe ich keine Ahnung. Da geht es zur Krankenstation und da geht es zum abgesperrten Bereich. Okay. Dann gehen wir erstmal zur... Da lang, glaube ich, war es. Quarantäne. Wir tanzen Quarantäne. Ne, noch nicht. Aber... Bald. So. Wir hätten ja letztes Mal erfahren, dass Materialchen Benicia irgendwie zur Familie von Tisoni gehört. Bin gespannt, wie sich das im späteren Verlauf noch auswirken wird. SF-Station. Zwei Minigel gab das sogar. Sauber. So, wer bist du hier? Immer gute Miene. Meine Albträume sahen früher genauso aus. Zu viel billiger Horror-Trash vor dem Licht ausmachen. Hanola. Sie sind wegen denen hier, nicht wahr? Meinen Sie die Viecher da draußen? Ja. Ich bin der einzige Überlebende aus dem Sicherheitslabor. Was ist mit den Aliens? Ich möchte mehr über diese Dinger wissen. Über die Rachni? Rachni? Das ist doch lächerlich. Wo sind die hergekommen? Sie fanden es in einem verlassenen Schiff. Das Ei wartete dort seit den letzten Angriffen. Sie brachten es hierher. Halt die Klappe! Himmel, willst du, dass wir alle umgebracht werden? Ich habe keine Kontrolle darüber, wer hier lebt oder stirbt. Du etwa? Wenn du durchknallst, dann bitte leise. Durchknallen? Ich bin völlig normal. So normal wie noch nie. Erzähl mir von den Rachni. Ich will alles über die Rachni wissen. Ich habe ihnen alles gesagt, was ich weiß. Wir haben die Rachni wiederbelebt. Im Nachhinein nicht die klügste Entscheidung. Mhm. Ich habe gehört, dass Sie im Sicherheitslabor waren.
Wie konnten sie lebendig da rauskommen? Ich habe sie umgebracht. Wen? Dr. Sun Moore. Wir waren auf dem Weg zum Mittagessen, als der Alarm losging. Ich lief zur Bahn und schloss die Türen. Sie hämmerte einmal an das Fenster. Dann filetierten sie sie in kleine Stücke. Ihr Kopf zerplatzte wie eine reife Melone. Ich habe die Tür geschlossen. Ich habe sie umgebracht. Dann hilf mir. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Ich sorge dafür, dass Ihr Überleben einen Sinn ergibt. Glauben Sie, ich will Absolution? Es gibt keine. Könnte Matriarchin Benesia im Sicherheitslabor überlebt haben? Es ist möglich. Die Proben reagierten empfindlich auf Biotik. Okay, mehr gibt's hier eh nicht zum Erfahren. Ich gehe dann jetzt. Ja. So, von da, glaube ich, kommen wir. Da kommen wir nicht rein aktuell. Was haben wir denn hier hinten? Ein Spind. Ach komm, das können wir uns mal so. Autorisierung benötigt. Na gut, von da kommen wir und da geht's dann rein. So. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Für diese Folge sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wardasch.